Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf PNV-Simulation. Ich bin der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer weiteren Folge OMSI 2. Ja, Corona breitet sich weiter aus, nicht nur draußen in der Realität, auch hier drinnen in OMSI. Wir sind jetzt hier in Wuppertal, sind heute auf der Linie 639 und hier ist Corona bereits auch schon. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, gab es hier ein kleines Update, welches aktuell noch nicht über Steam zum Download gab, also zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme. Das musstet ihr separat auf der Facebook-Seite, gibt es einen Download-Link, dort findet ihr dann die Corona-Mod, den könnt ihr euch dann praktisch installieren und dann habt ihr zukünftig jetzt auch in dem Wuppertaler Bus hier die Corona-Mod installiert. Mit enthalten natürlich wieder das Absperrband, das Türschild und natürlich, dass die Fahrgäste hinten einsteigen, ja, um hier weiterhin die Fahrer zu schützen. Und ja, wie das Ganze aussieht, sehen wir jetzt hier zum Beispiel. Die Tür bleibt geschlossen, bitte hinten einsteigen. Wir haben hier noch ein Band, was hier noch so rumflattert. Aber hier muss ich sagen, finde ich das Ganze doch von Projekt Potsdam doch deutlich hübscher gestaltet. Aber der Text hier, der hier drin hängt, der ist aber auch nicht verkehrt hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz mal ein bisschen mit der Kamera so schwenken hier. Ja, also wenn wir jetzt hier mal so reingehen, haben wir hier so einen kleinen Text hier drin, wo dann steht, wegen Ausbreitung des neuartigen Virus bleiben die Vordertüren der Linienbusse beim Stopp an den Haltestellen geschlossen. Im Bus können derzeit keine Fahrscheine verkauft werden. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, Fahrkarten am Ticketautomaten oder online über die App WSW Move zu kaufen. So sieht das Ganze also aus. Jetzt wäre natürlich schön, wenn wir jetzt hier noch irgendwie sowas Gut, dann haben wir das Ganze, rüsten wir uns jetzt mal auf. Das ist eine kurze Linie, die wir heute fahren. Also nicht wundern, ne? Mit dabei natürlich wieder Track AR. So. Haben noch ein bisschen Zeit, also ist nicht ganz so dramatisch. So, 1805. Und 9691. Und wir sind heute auf der Linie 639 Boltenberg. Das war falsch. 639. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Obwohl es war ja eigentlich 01, ne? Sonnenbonner hier Boltenberg. Da war mein Ziel. Genau. Genau. Waldesruhe, ja. Das passt. Wie gesagt, ist heute wirklich nur eine relativ kurze Linie, um euch einfach hier heute mal die Mod so ein bisschen vorzustellen. Wir starten mal den Motor hier zumindest schon mal. So, Gang ist drin. Das ist wunderbar. Licht brauchen wir jetzt hier drin nicht. So. Zieht schon mal eine Haltestelle vor. Haben noch zwar 10 Minuten, aber die springen wir gleich. So, ihr seht schon, Fahrgäste laufen schon los. Und ihr seht schon, ne, sie bewegen sich schon automatisch nach hinten. Wenn wir jetzt hinten die Türen öffnen, steigen sie dann halt auch hinten ein. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. So, dann werden wir mal die Uhrzeit noch vorspringen. Wie viel haben wir noch? Machen wir 23. So, guten Tag, ja. So, ab geht's nach Boltenberg mit einem Gelenkbus, großartig. Ich weiß nicht, ich glaube die Corona-Mod ist nur in dem Gelenkbus drin. Ja, also in dem Solo-Bus habe ich es bis jetzt noch nicht irgendwie gesehen gehabt. So. Blödinghausstraße. Achtung, Gefahr. Ja, es geht ganz schön hoch hier. Ja, hier muss er einmal nachladen. Warum auch immer. Das funktioniert mit dem Mini-DLC, aber auch natürlich mit dem ganz normalen Wuppertal-DLC. Ihr könnt ja, es ist ja dementsprechend nur eine Bus-Mod. Ja, also könnt ihr das ja einsetzen, wo ihr das wollt. Jetzt haben wir natürlich ein Problem hier.
So, ah, Mist. Muss ja gar nicht. Muss ja gar nicht mehr. Ich habe ja meinen Tracker R dafür auf dem Kopf. Pick Arzberg. So, Straße mega eng, wir kennen es halt, ne? An der Waldau. So. Also ihr seht, ne, auch hier vor uns sieht das mit Corona wirklich super. So, oh. Zu bleiben. So, das Problem ist, die steckt jetzt hier nicht ein, die Dame. Leider ein Stück zurückfahren. Boah, Alter, also noch mehr komme ich jetzt hier nicht ran. Ja? Wenn du jetzt hier nicht einsteigst, dann ist es jetzt nicht mein Problem. Hast du Pech. Zur Waldesruhe. Will auch keiner mit. Doch, hier will jemand raus. Am Tottenberg. Goldenberg.
So, damit sind wir auch schon am Ende der Fahrt hier wieder angekommen. Mit der Corona-Mod. So. Auswertung ist da. Wundervoll. So passt das. Ja, also ihr seht, funktioniert auch. Wie gesagt, es soll wohl bei Zeiten denn auch auf Steam erhältlich sein, das Ganze, sodass ihr nichts tun braucht. Ja, dann macht das Steam halt alleine. Voraussetzung natürlich, ihr braucht irgendwie Wuppertal. Selbstverständlich, ob jetzt nun, doch die Hauptstrecke, zumindest braucht ihr die Hauptstrecke. Das könnt ihr dann für sämtliche anderen Sachen ja dann benutzen, wie ihr das Ganze möchtet. Funktioniert, ist super simpel eigentlich, ne? War jetzt nichts groß Aufwendiges, aber man muss sagen, man passt sich der Situation heutzutage noch ein bisschen an, auch in der Simulationswelt. Von daher finde ich das gar nicht so verkehrt, was man von Corona jetzt halten mag oder so. Ja, davon mal abgesehen. Aber, dass die Simulationswelt halt einfach so schnell ist und sowas so schnell umsetzen kann, das ist doch eigentlich eine relativ coole Sache. Auch, dass sich damit ein Entwickler mit auseinandersetzt und nicht nur so eine Free-Mods sind. Von daher finde ich es eigentlich ganz in Ordnung, weil es ist nun mal ein ernstzunehmendes Thema und da sollte man vielleicht das Ganze auch nicht einfach so ein bisschen schönreden oder vertuschen oder sowas, ne? Es ist ja nun mal gerade existent, dieses Thema, und von daher gar nicht so verkehrt, dass man das Ganze auch vielleicht so ein bisschen mal so im Spiel darstellt halt. Somit war es für die Folge heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und sonst sehen wir uns natürlich zur nächsten OMSI-Folge hier wieder. Ich habe noch ein bisschen was, von daher freue ich mich auf die nächste Folge. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.